Hallo und herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo. Mein Name ist Nick und das heutige Thema lautet das Volumen des Würfels. Wir haben bereits im vorherigen Video über den Quader gesprochen. Hier nochmal eine kurze Wiederholung. Ein Quader ist ein dreidimensionales Objekt und wir haben das Volumen berechnet, indem wir die drei Kantenlängen multipliziert haben. Die Formel also nochmal eingeblendet lautet A mal B mal C. Ihr habt vielleicht schon mal in Schulbüchern diese Formel gesehen. A mal B mal H. Hier ist der Unterschied eigentlich nur der, dass die Höhe hier nicht C, sondern eben H genannt wurde. Das heißt, der Unterschied ist nur in der Namensgebung, aber die Formel ist an und für sich genau das Gleiche. Wie kann man jetzt von dem auf einen Würfel schließen? Wir können uns schon mal vorstellen, mit diesem grünen Ding hier, Mensch, ärger dich nicht, zu spielen, wird kein großes Vergnügen sein, denn mit so einem Teil kann man nicht gut würfeln. Ein Würfel sieht nämlich so aus. Ein Würfel hat die besondere Eigenschaft, dass alle seine Kanten gleich lang sind und außerdem sind alle Flächen auch gleich groß. Dass alle Kanten gleich lang sind, das kann man hier schon ganz gut sehen. Das heißt, wenn ich eine Kantenlänge weiß, dann weiß ich alle anderen Kantenlängen auch. Und das ist ein sehr entscheidender Vorteil, um das Volumen eines Würfels zu berechnen. Das heißt, anstatt jetzt mit A, B und C zu arbeiten, genügt es uns beim Würfel einfach mit einer Kantenlänge A zu arbeiten. Das heißt, alle Kanten haben die Länge A und deswegen muss ich nicht mehr sagen A mal B mal C, sondern ich kann sagen A mal A mal A. Wenn wir diese beiden Formeln direkt gegenüberstellen, haben wir also mal links das Volumen des Quaders und hier das Volumen des Würfels. Hier habe ich einen Quader und hier einen Würfel gezeichnet. Noch einmal zur Wiederholung, der Quader hat eine unterschiedliche Kantenlänge, das heißt die Länge, die Breite und die Höhe können komplett unterschiedliche Werte annehmen. Beim Würfel müssen alle Kanten gleich lang sein, also alle Kanten haben die Länge A. Wenn wir uns mal betrachten, was eigentlich passiert, wenn wir hier A mal B rechnen. Wenn wir A mal B rechnen, berechnen wir zuerst den Flächeninhalt des Rechtecks, nämlich von der Grundfläche. Das heißt, A mal B ist zuerst diese Fläche hier unten. Und wenn wir dann noch mal C rechnen, dann wird diese Grundfläche noch mit der Höhe multipliziert. Und das gleiche passiert auch beim Würfel, denn da haben wir A mal A. Das ist ebenfalls der Flächeninhalt dieses Quadrats, also von dieser Grundfläche. Und wenn ich nochmal mal A multipliziere, dann wird diese Grundfläche noch mit der Höhe multipliziert. Und diese Eigenschaft, die haben diese beiden Formeln gemeinsam. Und deswegen kann man auch vereinfacht sagen, das Volumen ist die Grundfläche mal Höhe. Und das Ganze mit noch weniger Buchstaben ist dann Groß V ist gleich Groß G mal H. Diese Formel wird uns bei den weiteren Beispielen das Leben deutlich vereinfachen. Das werden wir auch in den Aufgaben sehen, die ich in den nächsten Videos für euch vorbereitet habe. Bis dann!